Mi. Ja, hallo, hier ist der Quert und hier ist Andy. Andy! Ja, eigentlich Eliten gewinnen übrigens. Eigentlich wollte ich gerade ein Video machen oder damit anfangen, nach einem Gameplay zu suchen, nämlich von Rainbow Dasher. Mir wurden nämlich Gameplays eingesendet, von Rainbow Dasher eben. Und seit meinem letzten Video auch noch ziemlich viele von Antrax. Danke dafür, die werde ich mir auch noch bald ansehen. Hab aber keinen Chat. Halb so wild. Oder schreibe ich ihn gleich zurück. Das hat er mir vorhin schon geschrieben. Denn er hat schon ein Spiel vorhin gerade eben mit mir gespielt gehabt. Team Slayer auf Pinnacle. No problem. Nachricht senden. Da. Nachricht senden. Lag. So, denn ich habe nämlich schon bereits ein Gameplay bekommen von... eben ganz viele von Antrax und ursprünglich wollte ich, habe ich eigentlich nur Reach gestartet, weil ich persönlich bin ja eigentlich, also ich fand jetzt Reach nicht schlecht, um genau zu sein, ist es eigentlich das Halo, in dem ich am meisten Spaß hatte, weil ich es am längsten gespielt habe, weil ich bin ja erst am Ende von Ding eingestiegen gewesen, von Halo 3 und da habe ich die glorreichen Glanzzeiten leider nur noch knapp miterleben können und hier keine Dateien gefunden. Böse und gemein. Ja, somit tut's mir leid, Rainbow Dasher, aber es ist mir wohl nicht möglich, dein Gameplay herunterzuladen. Du kannst es ja wieder hochladen, falls du dieses Video siehst, und dann werde ich versuchen, das zu nehmen. Genau. Vorhin haben wir gespielt, nämlich, was war es, auf Pinnacle, normales Team Slayer DMAs oder so. Natürlich ist die Hälfte, einer wurde rausgeworfen, dann ist einer gequittet und dann waren wir zu zweit. Und jetzt reden hier Leute. Turnkey Texas, stumm. Hä? Das war der gar nicht. Es war Green Bay for Life. Dann bist du jetzt stumm. Stumm. Oh, Andy hat Invasion of Broadcast. Oh, wir spielen Invasion. Cooler Shit. Ist ja gar nicht aufgefallen. Durch T-Baggen kommuniziert es sich genauso gut. Ja, da muss man natürlich das Hintergrundwissen haben vom letzten Spiel, wo wir eigentlich die ganze Zeit so vor uns standen und auf und ab geteabaggt haben und shit. Also nicht andere Leute geteabaggt, aber ja. Damit kann ich dann auch gleich noch zu einem anderen Thema kommen. Denn wir waren jetzt ziemlich lang inaktiv gewesen, schon einige Zeit, und dementsprechend war ich auch irgendwie auf YouTube im Generellen relativ wenig unterwegs. Also das stimmt eigentlich nicht, aber nicht in der Szene, in der ich mich sonst bewege, also Spieleszene, sondern eher so in das, was mich so andersweitig so interessiert. Gut, was mich privat interessiert, gibt es nicht wirklich viel auf YouTube, außer vielleicht so ein bisschen Technik-Krimskrams. Und deswegen ist auch, wenn ich auf YouTube unterwegs bin und nicht gerade mich Gaming interessiert, dann meist auf irgendwelchen Technik-Channel wie Pocket Now, die ich ganz gut finde, oder schaue mir sonst irgendwelche Reviews an, weil ich nämlich schon seit langem nach einem Tablet suche. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, endlich eins gefunden habe, das meinen Ansprüchen genügt. Hoffe ich zumindest. Fuck. Ja. Egal, aber das soll doch gar nicht weiter interessieren, sondern ich wollte sagen, dass ich längere Zeit da nicht mehr unterwegs war. Und jetzt habe ich eben letztes Mal wieder... Oh Jungs, das ist doch jetzt echt nicht nötig, oder? Die haben sich letztes Mal schon die ganze Zeit bekriegt. Jetzt lasst es doch. Einfach Ruhe hier jetzt. Lasst uns doch lieber mal schauen, dass wir hier diese... Ich meine, Eliten gewinnen ja sowieso, aber wir müssen es ihnen ja auch nicht noch zusätzlich einfach machen. Okay, jetzt. Eliten hier, jetzt ist wieder fair. Ich meine, sie sind Eliten, aber sie haben jetzt einen Mann weniger. Oder eine Frau, man weiß es ja nicht. Eine Elitin. Ja. Hey, das ist ein Elite! Elite! What? Jetzt, hallo? Ein Fresselied! Ein Nicht-Sterbe-Lied! Dieser Elite? Sieht's.
Er regeneriert auch noch seine. So was Dreistes, ein Dreist-Elite. Wie wär's, wenn du jetzt langsamer stirbst, Elite? Ich meine, klar, du bist ein Elite und cool und so, aber. Oh Mann. Ehrlich jetzt. Was? Ist der Kerl da endlich? Ich glaub's doch. Egal, auf jeden Fall. Zurück zum Thema. Was zur Hölle? Zurück zum Thema. Wir haben nämlich dadurch, dass wir letztens mal wieder Kommentare, Fail, Videos gemacht haben, Kommentare bekommen. Ja. Ein paar zumindest, aber es sind Kommentare. Und, die habe ich mir natürlich durchgelesen. Als, so wie das coole YouTuber und so machen und shit. Und auch versucht zu beantworten, alle, die an mich gerichtet waren. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Wir müssen. Wieso macht der Kerl denn nichts? Wer bist du? Mach doch was! Tu doch was! So tut doch was! Alpha wird angegriffen, so tut doch was! Bravo wird angegriffen, Bravo wird. Oh mein Gott! Wir werden sowas von verflucht. Ja, auf jeden Fall war da unter anderem ein Kommentar von Flash Tigers dabei, den ich früher mal gesehen hatte, aber da ich in letzter Zeit kaum YouTuber in dieser Szene sehe, also in der Videospielszene, war ich leider auch auf seinem Channel des Öfteren schon nicht mehr. Das ergibt keinen Sinn. Schon seit langem nicht mehr, genau. Und letztes hat er mir dann ein oder hat er uns dann einen Kommentar hinterlassen bei beiden Videos, was ich sehr schön fand, danke hierfür. Und deswegen bin ich auch gleich natürlich, weil ich gerade nichts anderes zu tun hatte und weil man sich halt dafür interessiert, welche Leute einem Kommentare schreiben, bin ich mal wieder auf seinen Channel gegangen, was da eigentlich so los ist, und habe mir feststellen müssen, dass da sogar einiges los ist. Und, oder war. Weil er glaube ich auch so ein bisschen so. Nicht der, die Person ist, die am häufigsten Videos postet, aber doch noch keinen schlechten Output hat. Also auf jeden Fall einen besseren, als wir ihn haben, aber das ist ja auch nicht weiter schwer. Also was jetzt? Entscheidet euch doch mal. Alpha oder Bravo? Ich krieg die Krise. Vergeben. Egal. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, war und oder ist, Komma das, ich dann sein Video gesehen habe zum Thema Teabaggen, und da ich gerade eben vorhin vor Äonen von Jahren irgendwas von Teabaggen geredet habe, weil wir uns da gerade eben so aufgrund von Andys Nachricht, weil wir uns ja gerade so ein bisschen kommuniziert hatten, oh mein Gott, bin ich darauf gekommen und dachte, oh, das ist ja ein gutes Thema, darum ging es, was man denn von Teabaggen hält. Ja. Also ich sag's mal so, um meinen Senf auch noch dazu abzugeben und so interaktive, channelübergreifende Diskussion anzuregen. Warum schießen mich Leute hinter mir an? Was soll denn der Scheiß? Oh fuck, wo ist Alpha überhaupt? Wer ist Alpha? Und wie viele? Genau. Möchte ich jetzt meinen Selbst dazu abgeben, was ich denn von Teabaggen halte. Und ich sehe das nicht so eng wie viele anderen. Also gut, ich finde es schon scheiße, wenn mich jemand teabaggt, aber sagen wir mal so. Klar, es ist natürlich nicht so cool, wenn man geteabaggt wird, aber ich sehe das auch immer situationsabhängig. Ich meine, wenn mich jetzt jemand einfach nur teabaggt, weil er sich selbst für ziemlich cool hält, dann finde ich das schon ziemlich scheiße. Oh mein Gott. Dann finde ich das schon ziemlich scheiße, aber wenn... Also es passiert ja auch oft, ich bin ja nicht der beste Spieler, wie man vielleicht hin und wieder sieht, und hier vielleicht ist gerade eben auch. Verdammte Scheiße, jetzt haben die ehrlich. Diese elendigen Böseliten. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war. Dreist! Oh, mit dem Ding bin ich schon ewig nicht mehr geflogen, genau. Dass es eben immer situationsabhängig ist, und wenn sich ja jemand das für hauptsächlich ziemlich cool hält, dann sehe ich da schon nicht so den Sinn, dass er einen da jetzt teabaggen muss, und das nervt mich dann eigentlich auch eher, weil ich es für unnötig befinde. Aber angesichts der Tatsache, dass ich eben selbst auch nicht der beste Spieler bin, passieren mir halt manchmal so Aktionen wie, hey, da ist so ein Kerl und ich schieße einfach mal mein gesamtes mein gesamtes Magazin daneben und er tötet mich dann. Was natürlich schon ein bisschen peinlich ist, und dementsprechend teabaggt er mich dann, weil oder es gibt dann Leute, die mich teabaggen, und da verstehe ich es dann, weil ich meine, das war eigentlich schon wirklich gar nicht mal so schlau von mir, mich einfach mal, warum, was sollte das denn?
Das war doch der. Hat mich. Kommt es mir gerade nur so vor, da hat mich der Kerl mit der Shotgun angeschossen. So ein. Kommt da. Ich glaube, wir müssen jetzt hier eher innerbaselich spawnen. Ich nehme das hier mal mit. Wo bin ich denn hier? Wo sind wir denn hier? Irgendwer muss mal diese Scheiße da runterholen. Oh, Bullshit. Tja. Und da finde ich es dann halt eben nicht so schlimm, wenn mich jemand T-Bag, weil ich meine, passiert halt hin und wieder mal, dass jemand was komplett Dummes abzieht und dann hat er es eigentlich nicht alles verdient, weil es die T-Bag zu haben. So wie das hier zum Beispiel, das war auch nicht so schlau von mir. Und auch, oder auch wenn man halt selbst irgendwas Saucooles macht, wie zum Beispiel, man hat gerade irgendwie 3 Granaten survived und macht dann irgendwie so eine coole Armor-Ability-Rolle und gibt dann einem ein No-Scope. So direkt aus der Rolle raus. Das ist schon ziemlich cooles hauptsächlich. Dann verstehe ich schon auch, wenn man teabaggt. Aber ja, und da nehme ich es dann einem auch nicht übel. Oder da mache ich es dann zum Teil sogar selbst, obwohl ich eigentlich jemand bin, der nicht wirklich gerne teabaggt. Aber ja. Genau. Dann gab es natürlich noch, was jemand in dem Video von Flash Tigers HD gesagt hat. Oder ja, ich nenne es auch mal Flash Tigers HD. Obwohl er eigentlich nur Singular ist, außer er ist schizophren. Dam, dam, da. Das Video werde ich auch, glaube ich, schlauerweise mal verlinken. Einfach hier. So, in der Beschreibung oder so. Ich weiß auch nicht. Oh, fuck, das war ein Teammate, gell? Mist, ich bin komplett unschuldig. Vielleicht kriege ich mit ein bisschen Glück den. Oh mein Gott. Tötet es, solange es da rumliegt. Ja, genau, und dort hat auch jemand gesagt, dass man das psychologisch einsetzen kann, und dem stimme ich zu, weil das ist auch immer wieder zu beobachten bei MLG-Pros, wie zum Beispiel Ninja, wenn man sich da mal ein One-on-One-Gameplay ansieht. Oh, sie haben es geändert, sehr cool. Sogar mein Teammate Andy for the win! Wenn man sich das zum Beispiel mal Ninja-Gameplays ansieht, dann teabaggt der ziemlich oft herum. Also gut, in der MLG selbst ist es ja verboten, soweit ich weiß. Und das auch zu gutem Grund. Aber wie gesagt, das hat eben auch so eine psychologische Variante, wenn jetzt sich da so zwei MLG-Pros begegnen, dann neigen die schon oft auch dazu. Kommt natürlich auch immer auf die Leute drauf an, aber zum Beispiel Ninja, die backt eigentlich fast immer in seinen One-on-Ones. Und ich meine, es macht einen selbst ja auch rasend, weil es ist schon so eine Demütigung, ja, wenn man da so am Boden wehrlos rumliegt und dann geteabaggt wird. Spartans gewinnen! Sehr schön. Die Eliten. Tja, man kann nicht immer gewinnen. Ne? Also, sie haben uns den Sieg gelassen, damit wir uns nicht so gedemütigt fühlen. Wo wir gerade schon bei Demütigung sind. Ja, genau. Und es demütigt halt dann doch immer schon ein bisschen und bringt die Leute halt in Rage und macht sie dadurch, also im Optimalfall unkonzentriert, was wiederum dazu führt, dass sie halt nicht aufpassen und sich dann leichter töten lassen oder eher jemanden verfolgen, obwohl sie schon Half-Shield sind und man sie dann gut überraschen kann oder gut backstriken kann. Und so würde ich sagen, dass das schon auch einen psychologischen Effekt hat, natürlich. Viele sagen, ja bla, wenn ich geteabaggt werde, dann schaue ich nur noch, dass ich sie mehr fertig mache. Das stimmt natürlich auch, man strengt sich natürlich auch mehr an, aber wenn man es dann immer noch nicht schafft, man muss hier die Langzeitwirkung beachten. Ja, also beim ersten Mal teabaggen wird sich da noch nichts ergeben, außer vielleicht sogar, dass eben der Gegner gezielt dagegen einen vorgeht. Aber die Langzeitwirkung, wenn man dann selbst auch noch gut ist und es schafft, ihn des Öfteren zu töten, ist natürlich, dass der Gegner die Kontenance verliert und dann eher Fehler macht und oder ähnliches, ja. Genau, ich mache hier gerade so ein bisschen defensiveres Spielen, weil, aber jetzt glaube ich, werde ich hier gleich geholt. Fuck. Die Granate war schön. Bullshit. Ja, was soll man tun? Oh, ich kann schon Zelot sein. Sehr schön. Sind schon eine Runde weiter. Genau. Und ja, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das, was ich von Teabaggen halte. Also, mein Gott. Die Leute, die meinen, sie müssen jetzt großartig rumteabaggen, die finde ich zwar scheiße, aber sollen sie doch machen. Und die es dann wirklich zu Situationen machen, wo es dann auch angebracht ist, weil irgendwer einfach fett verkackt hat,
Die haben sich meines Erachtens auch in Anführungsstrichen verdient. Ja, und da finde ich es auch manchmal einfach selbstlustig, weil ich dann über mich selbst lachen muss, wenn ich irgendwie komplett verkackt habe und immer T-Bag mich dann. Ja. Genau. Das war nicht alles, was ich ansprechen wollte. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch sagen. Du bist One-Shot, du Kerl, du. Nein, verflucht! Oh Mann, ich werde sowas von sterben. Außer natürlich der Kerl vor mir geht einfach direkt. Ich habe nur so Angst, dass hinter mir direkt Wasser ist. Ist aber gar nicht. Ja. Und zwar wollte ich eigentlich nochmal so ein bisschen Meinung loswerden zu Titanfall. Titanfall! Genau, weil. Ja, das war jetzt in letzter Zeit schon recht aktuell und außerdem Psycho, der das aber auch nicht auf diesem Channel veröffentlicht hat, sondern auf Psycho Games TV, hat niemand von uns echt. Gut, von uns wären eh nur zwei Personen, also hat nur einer von uns was gesagt. So sollte ich vielleicht anfangen. Fuck. Und deswegen werde ich jetzt meine Meinung auch mal dazu loslassen und die sieht wie folgt aus. Ich finde Titanfall an sich eigentlich nicht schlecht, aber ich bin jetzt auch nicht so gehypt, wie manch ein anderer ist. Das hat mehrere Gründe. Grund Nummer 1 ist einfach, dass Titanfall zwar schön und gut ist, aber, und jetzt kommt das Aber, das, was ich hauptsächlich cool an dem Game finde, ist das Movement. Und dieses Movement ist zwar schon echt gut, also das ist wirklich richtig krass. Also, das ist schon echt cool und Next Gen und shit und das funktioniert auch wirklich ziemlich gut. Also, das hat mich überrascht. Ich dachte eher, dass das so, ich meine, bei Crysis ist es ja auch schon nicht schlecht, aber dass es eher so Crysis-mäßig abläuft, so dass es so im Großen und Ganzen mit diesem Kantengreifen ganz cool ist, aber eigentlich nicht weiter von Belang sein wird. Aber doch tatsächlich, es funktioniert sehr gut und auch wirklich sehr intuitiv und einfach und ist dadurch wirklich nicht zu unterschätzen. Aber da hört es dann halt auch schon wieder auf. Der Rest ist halt wirklich recht Call of Duty ähnlich. Und das finde ich halt wirklich sehr schade und ärgerlich, weil ich zumindest das Call of Duty Gameplay nicht sehr cool finde. Also mir ist halt vor allem die Leute zu wenig Leben. Es gibt zu viele Titans und man bekommt den Titan einfach zu schnell. Also ich finde, gut, das ist eine Wahl natürlich auch alles nur Beta, das kann sich alles noch verändern. Aber ich finde das. Oh mein Gott, hat der denn einen Bazooka? Das könnte jetzt gleich ziemlich ärgerlich werden. Oh, was gehen sie raus? Mit unserer geballten Elitenpower kommen sie halt nicht zurecht. Das muss man halt so sehen, wie es ist. Eliten gewinnen halt nun mal einfach. Ja, ist. Stardream in the Sky. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Au, 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 ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot, er hat zwei Rockets gewastet. Ich steige hier lieber mal aus. Wie steige ich aus? Wie steige ich aus? B. Ja. Wo ist der Kern? Wer hat den Kern? Und warum? Und wie viele? Hä? Wurde der wieder zurückgesetzt? Oh Mann, ehrlich jetzt? Ja, auf jeden Fall bleibt zu sagen, dass mich Titanfall. Also es ist schon ein Spiel, auf das ich mich freue und das ich dem ich mit großer Freude entgegensehe. Aber fail. Gewonnen. Aber es hält mich jetzt auch nicht so richtig krass. Also ich freue mich momentan mehr auf ein neues Halo und ich hoffe, dass es gut wird. Vor allem haben wir es auch letztens in einer vom lieben Antrax, by the way, in den Kommentaren genannt wurde. Halo 2 Remake, ja. Sehr cool, sehr cool. Wäre wirklich sehr nice, wenn das kommen würde. Vor allem auch mit Multiplayer. Das wäre wirklich schön, aber das wird wohl leider nicht passieren. Egal, auf den Singleplayer würde ich mich auch freuen. Das würde mir auch schon reichen. Und ja. Warum? Keine Ahnung, es fehlt mir einfach dieses, was Titanfall einfach nicht hat, ist dieses Arena-Shooter-Gameplay, was Halo zwar auch nicht mehr zur Gänze hat, aber doch schon noch zu einem großen Teil und somit eigentlich einer der wenigen populäreren Shooter bleibt, die dieses Gameplay eben aufweisen.
Wer nicht weiß, was ein Arena-Shooter ist oder was ein Arena-Shooter ausmacht. Oh, cool, ich habe irgendeine Herausforderung abgeschlossen. Ein Arena-Shooter kennzeichnet sich meist dadurch, dass, also so wie ich es zumindest aufgefasst habe, ich bin ja auch nicht so der Mega-Shooter-Pro, der jetzt von allem alles genremäßig Bescheid weiß. Aber was ich meine, dass ein Arena-Shooter kennzeichnet, ist folgendes, nämlich, dass Power-Ups auf der Map rumliegen. Power-Ups im Sinne von Waffen, Schilde und so weiter und so fort. Ah, tut mir leid. Oh Gott, jetzt war die Stimme weg, oder was? Mal hier ein kurzes Rhetorikwasser trinken. Ah, so. Tut mir leid.